In unserer kleinen Reihe zur OER-Geschichte wollen wir auch OER-Geschichten sammeln, wie sich das Feld in Deutschland entwickelt hat. Ein ganz klar markanter Meilenstein war 2014. Ich habe hier schon auf dem Bildschirm das Änderungsdeckblatt zu Seite 152 der Bereinigungsvorlage des BMF zum Einzelplan 30, Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und das sieht jetzt gar nicht nach einem geschichtsschreibenden Dokument aus, war es aber. Denn hier wurde kurz vor der Beschließung des Haushaltes für das Jahr 2015 auf Bundesebene noch hier ganz unten an der Bemerkung zu sehen, Geld vorgesehen für Open Educational Resources. Hier unten steht mehr Mittel für freie Lern- und Lehrmaterialien sowie freie Lernsoftware Open Educational Resources. Und da wurde der, wie das jetzt formal, glaube ich, heißt, Ansatz für diesen Haushaltsposten um 2 Millionen Euro erhöht in dem Bereich digitale Medien in der Bildung. Maßgeblich dabei und ausschlaggebend war damals Saskia Esken. Sie ist heute noch Mitglied des Bundestages, ist heute Co-Vorsitzende auf Bundesebene der SPD. Saskia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du mal beschreiben, was damals passiert war? Wie kam es zu diesem Papier? Ja, dieses Papier ist entstanden, weil wir in der Erarbeitung dieses großen Antrags, den wir nachher auch im Bundestag gestellt und beschlossen haben, mein Kollege Sven Vollmering und ich uns überlegt haben, wir müssen auch mit Geld ein bisschen was bewirken, nicht nur mit wohlfeilen Beschlüssen. Wir machen einfach mal eine kleine Tür auf für diese wichtige Entwicklung von freien Lehr- und Lernmaterialien. Mit diesem Haushaltsantrag, klar, sind 2 Millionen Euro für einen Privatmenschen viel Geld, für einen Bundeshaushalt ein kleiner Kleckerbetrag, aber ich glaube, wir haben ein bisschen was mit bewirken können. Du hast Sven Vollmering erwähnt, deinen Kollegen damals. Für die Geschichtsbücher kannst du noch das Umfeld beschreiben, was es in den Monaten und Jahren davor passiert war. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sven Vollmering und du ihr euch enger über digitale Bildung ausgetauscht habt? Naja, der Bundestag hatte ja den Ausschuss Digitale Agenda gegründet. Das heißt, es war jetzt ein Thema, das auch wirklich in einem Ausschuss manifestiert war. Der Vorteil dieses Ausschusses, dass die Mitglieder ja auch in anderen Ausschüssen tätig waren. Ich zum Beispiel im Bildungsausschuss. Sven Vollmering war, glaube ich, nicht im Digitalausschuss, aber eben im Bildungsausschuss. Und ich habe dort mit ihm im Bildungsausschuss einen Partner gefunden, der das Thema spannend fand. Und man konnte jetzt gemeinsam was bewegen. Wir waren Koalition. Wir hatten die ICRL-Studie vorgelegt bekommen, wie abgrundschlecht Deutschland in digitaler Bildung ist, und wir wollten was bewegen. Wie muss man sich das so vorstellen, dass da jetzt einfach nur so eine Zeile dazu steht, sieht für die Geschichtsbücher irgendwie sehr dünn aus. Ist das so, dass man sich so sagt, schreiben wir mal das rein und gucken, was daraus passiert? Hattet ihr irgendwas Genaueres vor Augen, was dann damit passieren kann? Oder ist das tatsächlich genau diese Arbeitsteilung? Man setzt diesen Impuls und dann muss ein Bundesministerium was damit machen? Das ist tatsächlich der Weg. Natürlich haben wir uns umfangreicher erklärt gegenüber dem Bundesministerium, aber das kommt dann nicht jetzt wird denen nicht in den Haushaltsplan reingeschrieben. Wir hatten einen Haushaltsantrag, wir hatten 10 Millionen Euro dastehen, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Es sind 2 Millionen geworden. Ich war sehr glücklich damit. Und der hatte natürlich auch eine Begründung, dieser Antrag, aber das kommt dann nicht alles ins Haushaltsgesetzblatt. Und kannst du dich erinnern, wie es danach weiterging mit dem beschlossenen Haushalt bis zu den tatsächlich dann umgesetzten Maßnahmen? Warst du da beteiligt oder ist das dann eine Ministeriumsfrage? Es ist eher eine Ministeriumsfrage, und da das Ministerium CDU geführt war, ist Sven Vollmering möglicherweise enger eingebunden gewesen als ich. Das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Ich war insofern enger eingebunden, als ich dann mit denen, die mit den Mitteln auch schöne Projekte gemacht haben, gut verknüpft war. Es ist ja dann in den Folgemonaten und Jahren unter anderem sowas wie OER Info gestartet worden. Insofern ist das jetzt nicht ein ganz unbeteiligtes Interview, was wir unter dem Dach von OER Info führen. 4 Jahre nach Beginn der Förderzeit. Ich habe nicht bestätigt gefunden, aber so Gerüchte gehört, dass das Geld gar nicht aus diesem Budget genommen wurde. Kannst du da irgendwas zur Klärung beitragen? Nein, aber weil ich nicht Haushälterin bin, das ist jetzt Sven Schulze in unserer Partei, der musste natürlich auch mitgenommen werden. Übrigens auch der Haushälter der CSU-Fraktion. Die müssen ja am Ende auch den Haushalt verhandeln. Und die Haushälter
Im Bundestag haben stärkere Kontrollrechte gegenüber den Ministerien als wir anderen Abgeordneten. Das heißt also, woher die Mittel jeweils dann am Ende genommen werden und hin und her geschoben werden, das ist eher Angelegenheit der Haushälter. Ist mir persönlich eigentlich auch egal, hauptsächlich habe was bewegt. Das hast du. Ich habe auch nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch geguckt. Du hast bei den OER Awards 2016 dann einen Sonderpreis der Jury gekriegt für Ja. das politische Tun und Handeln. Du hast jetzt die OER-Entwicklung in den letzten Jahren ja immer weiter verfolgt. Es war ja nicht so, dass du das irgendwie nur punktuell vom Interesse her betrieben hast. Hast du, muss ich jetzt gerade mal rechnen, 6 Jahre später, meine Güte, ein Zwischenfazit? Ja, ich glaube, dass die durch die Projekte sowohl die wissenschaftliche Kenntnis darüber, wie OER funktionieren könnten, wie sie kuratiert werden müssen, wie sie Verbreitung finden, nochmal vertieft worden ist, obwohl die Arbeit vorher ja schon da war, aber sie war sehr überwiegend ehrenamtlich getragen. Ihr habt ja schon vorher Weißbücher zum Thema OER gemacht aber trotzdem hat man noch mal vertiefen können und hat damit auch die bisher nicht erschlossene Landschaft vielleicht ein Stück weit argumentativ auch erschließen können. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch durch die Mittel eine Praxis verstärkt werden konnte, dass jetzt OER auch eingesetzt werden dort, wo sie vorher nicht so verbreitet waren. Denn viele Lehrkräfte haben ja keine wenig Kenntnisse über Lizenzfragen und sind sehr verunsichert über Lizenzfragen. Gerade im Gefolge auch des damaligen sogenannten Schultrojaners ist ja viel Unsicherheit auch in die Kollegien gestreut worden. Man könne sich die Finger verbrennen, wenn man digitale Medien benutzt, egal welche, weil Lizenz und Urheberrechtsverletzung. Und da sind OER ja sehr hilfreich, aber die meisten kennen diese Zusammenhänge natürlich gar nicht. Und da auch Informationen zu betreiben und die auch in die bisher nicht informierten Kreise zu tragen. Ich glaube, da ist ein Stück weit mehr gelungen. Schön. Gibt es noch was wir für die Geschichtsbücher festhalten sollten? Naja, wir haben ja nicht nur diesen Haushaltsantrag gemeinsam gemacht, Sven Vollmering und ich, sondern auch den großen Bundestagsbeschluss zum Thema digitale Bildung, aus dem mehr oder minder auch der Digitalpakt entstanden ist. Das waren dann keine Millionen mehr, sondern Milliarden. In der Hoffnung, dass Dinge sich bewegen, auch eben, weil der Bund ja nicht in Bildungspläne eingreifen kann, auch nicht in Lehrerfortbildung eingreifen kann, sondern eigentlich nur mit Geld Dinge bewirken kann, dann wird in Bund-Länder-Vereinbarungen werden eben auch Pflichten für die Länder vereinbart. Also haben wir auch da Dinge bewegt. Aber am Ende ist, glaube ich, durch die Veranstaltungen, die wir damals gemacht haben und dann auch diesen, du wirst dich erinnern, die Bildung in der digitalen Welt, als auch durch diesen Beschluss im Bundestag, sehr viel auch nochmal in den Ländern passiert. Ich erinnere mich an die KMK-Präsidentschaft von Claudia Bogedan. In diesem Jahr ist in der KMK in dem Thema mehr passiert als in 5 Jahren, 6 Jahren davor. Die haben sehr ungewöhnlich auch für die KMK sehr offen diese Handlungsempfehlungen entwickelt, haben sich für alles, was dran fehlte und nicht gut war, auch kritisieren lassen. Das normalerweise arbeiten die lieber hinter verschlossenen Türen. Und so, da ist ein gutes Ergebnis bei rausgekommen. Ich glaube, dass man auch ein gutes Stück weitergekommen ist in der Frage, wozu eigentlich digitale Bildung, was bedeutet es für die Pädagogik und vieles andere mehr. Bis wir damit noch in den Klassenzimmern landen, braucht es vielleicht tatsächlich auch nochmal so eine Krisensituation, wie wir sie jetzt haben mit Corona, wo viele eben entdeckt haben, Mensch, mit diesen digitalen Medien kann man ja doch Dinge machen, die bisher nicht möglich waren. Schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Saskia Esken. Sehr gern.